Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit der wunderschönen Anna. Und ich muss jetzt ganz schnell meinen Ventilator ausmachen. Der hat mir gerade richtig schön, richtig viel schön Wind gegeben. Und jetzt ist dieser Wind weg und ich sterbe. Aber das ist in Ordnung. Ich gehe da zum Totem. Ich möchte eigentlich nicht zum Totem gehen. Aber sonst hört ihr einfach den Ventilator und das ist, glaube ich, sehr unangenehm für euch. Für uns, für alle. Und dementsprechend, ja, präsentiere dich da bitte noch mehr. Präsentiere dich bitte noch mehr. Oh, da, hallo. Hi. Ah. Okay, alles klar. Das Ding ist, er hat die Strike. Nein. Ich glaube, er setzt ihn gar nicht ein. Ich glaube, er setzt ihn erst später ein. Oder er hat ihn verkackt. Das kann natürlich auch sein. Okay, der ist da, 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 der ist da. Wo ich hingucke. Ah, da ist sie. Da ist sie. Boah, ich bin gerade mega konzentriert. Der heilt sich weiter. Ja gut, dann. Mein Freund, dann wirst du jetzt hier sterben. Selber schuld. Der hat sich da die ganze Zeit weitergehalten. Der ist nicht weggegangen. Also werde ich ihn jetzt da mitnehmen. So, komm her. Ach, verdammt. Und das Totem wird jetzt, glaube ich, gemacht werden. Er hat immer noch die Strike. Oder heilt sich jemand? Hi. Oh fuck, ich dachte, der wird ein bisschen weiter nach... Scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. Geht doch. Ich habe keine Beine mehr. Ah, ich hab dich verarscht. So. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Ich habe jetzt einfach gegen die Wand geguckt, sodass er nicht wusste, wo... also er hat das rote Licht hat er einfach nicht gesehen. Da hinten sind ganz viele. Da. Huch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es dahin schaffe. Pünktlich? Pünktlich, rechtzeitig. Ich habe keinen nach rechts und keinen nach links gehen sehen. Was sehr merkwürdig ist. Können sich hier hinter so vielen Bäumen verstecken, ne? Ich glaube, ich gehe zurück. Oder vielleicht dieser Generator? Ist da jemand? Der läuft.
Oh, der läuft. Hi. Den habe ich verkackt. Den habe ich tatsächlich hart verkackt. Ah, den habe ich verkackt. Nicht schön. Nicht schön. Das geht definitiv besser. Den hätte ich treffen müssen. Ich hätte das Beil durch ein... Oh. Durch ein Fenster treffen müssen. Wo ist er denn hin? Hier war auf jeden Fall jemand. Ha. Da. Das Haus ist so langweilig. Das ist so langweilig. Komm her. Gott, wie ich dieses Haus hasse. Danke. Ich glaube, die wussten nicht, dass ich noch einen Ball habe. Meine ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, sie wusste das nicht. Damit hat sie einfach nicht gerechnet. Und es war wichtig, dass ich jetzt bekomme, weil sonst das hätte so lange gedauert. Und ich glaube, dich hatte ich noch nicht. Du kommst auf jeden Fall in den Keller. Und ich weiß nicht, ob du die Strike hast, deswegen hänge ich dich auch direkt hier auf. Darauf habe ich nämlich gar keine Lust. Awesome. Klasse. So, da ist einer und da ist einer gewesen. Der läuft jetzt bestimmt hier entlang. Da hinter mir ist einer. Das Problem ist... Ja, das habe ich mir nämlich gedacht... Ich hätte es nicht mehr geschafft, dahin zu gehen. Ich glaube, sie wird das Tor aufmachen, ja. Nicht mehr treffen kann ich. Nicht mehr treffen kann ich. Oh mein Gott, ah. Komm her. Ich habe nur noch einen Beil. Den kann ich jetzt nicht einfach so einsetzen. Süße, beweg doch deinen Arsch ein bisschen schneller. Der tat. Nein, kein der Tat. Komm, wir bringen dich hier hin. Oh Leute, er ist tot. Hier sind zwei in der Nähe. Ich brauche aber Beile. So oder so bringt das leider nichts ohne Beile. Ach, guck mal.
Ach, guck mal. Ich glaube, ich dachte, sie läuft weiter, viel weiter nach rechts. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Da hab ich dich. Komm her. So, dich muss ich jetzt auch leider mitnehmen. Boah, das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich, finde ich, sehr knapp. Sie ist tot. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht nochmal so ein Spiel geworden hier. Ich habe leider keine Beile. Ich habe keine Beile mehr. Ich habe ja nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie mit mir spielen wollte. Warum sie da noch stand. Warum sie auch jetzt Lärm gemacht hat, dass sie über das Fenster gesprungen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, die hätte ich nicht bekommen müssen. Also das hätte nicht passieren dürfen. Ich freue mich natürlich über die Punkte. Die nehme ich sehr gerne mit. Aber die Runde hätte auch da. Also gerade eben Pip bekommen. Die Runde hätte definitiv besser laufen können. Für mich. Macht nichts. Wir starten direkt in eine neue Runde. Jetzt überlege ich gerade, soll ich mal andere Addons mitnehmen? Wenn ich schön an der Klinge mitnehme, bringt mir, glaube ich, schlampiger Schlachter nichts. Jedenfalls nicht wirklich. Ich habe mal ein bisschen Lust auf das hier. Der Heal ist dann echt eklig. Der Heal ist wirklich sehr, sehr, sehr eklig. Ich brauche auf jeden Fall... Brauche ich einen schlampiger Schlachter? Ich glaube nicht. Ich würde dann eher... brutale Stärke tatsächlich mitnehmen. Nehme ich brutale Stärke mit? Ist immer so ein bisschen schwierig mit ihr. Ja, jetzt ist die Frage, nehme ich das mit oder nehme ich es nicht mit? Oder nehme ich Thanatophobia mit? Fuck, ich weiß nicht, soll ich Thanatophobia mitnehmen? Komm, wir nehmen... Boah, wir sind mal jetzt richtig eklig, wir nehmen Thanatophobia mit. Ja, wir nehmen Thanatophobia mit, wir probieren es einfach mal. Eieieiei, gegen wen spielen wir hier? Privat, privat, halb privat. Aus Polen. 144 Spieler, oh nein, die werden sich wohl... Wer wird sich, glaube ich... Ich weiß nicht, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, also so, mit diesen Perks und mit diesen Addons. Ich finde, schlampiger Schlachter, das habe ich jetzt mal rausgenommen. Ich glaube, Thanatophobia hilft mir da ein bisschen mehr. Die müssen natürlich verletzt sein oder aufgehangen sein. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber wenn ich die dann treffe mit den Beinen, wird es sehr eklig. Es wird sehr eklig. Es wird sehr eklig. Ich muss jetzt nur treffen. Toi, toi, toi. Kriegen wir hin. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Kombo hatte ich schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Nope, absolut nicht. Ist gerade auch nicht die schönste Map jetzt. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Egal. Knast, ich gebe mein Bestes. Anna summt auf jeden Fall. Sie ist guter Dinger. Sie sagt, Süßer, wir haben kein Problem damit. Wir bumsen sie jetzt alle weg. Hoffentlich, irgendwie. Brutale Stärke wäre jetzt hier tatsächlich geil gewesen. Mein Totem ist schon wieder so kacke, ne? Oh, du leckst ein bisschen. Viel Spaß beim Heilen.
Oh, das Spiel leckt aber auch ein bisschen. Oh, das war Knappovic. Die gute leckt auf jeden Fall. Hart. Hart. Es ist wirklich krass, was für ein Leck sie hat. Eieiei. Oh, keiner von ihnen hat die Strike. Oh Gott sei Dank. Da ist einer. Das Ding ist, ich brauche Beile. Ich brauche Beile. So, ich hoffe, es funktioniert mit Thanatophobia und wir werden es sehen, ne? Ah, guck mal. Spielen die alle zum ersten Mal? Ich glaube, ich spiele eher zum ersten Mal, so wie ich werfe. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Sie geht nach rechts und nach links. Sie ist sehr unvorhersehbar. Oh. Was? Die hat sich sofort geheilt? Nee, oder? Nein, sie hat sich nicht sofort geheilt. Oder hatte sie... Ja, man weiß es nicht, was sie mit hatte. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Da ist mein Totem weg. Tschüss. Hat sie das hat? Nein. Hat sie nicht. Komm, ich würde dich gerne hochheben. Dankeschön. Wir bringen dich nach oben auf den Hügel. Ich finde, hier hast du einen schönen Ausblick. Hier kannst du beobachten, was ich mit deinen... Oh. Disconnect? Hat sie etwa keine Lust auf meine Add-ons? Oh nein. Oder, weiß ich nicht, Internetprobleme, wer weiß das schon. So genau. Ich hoffe jetzt, dass sie jetzt hier nach links geht. Ich glaube, da waren sogar zwei, oder? Oh nein, sie geht nicht nach links. Wer geht denn hier gerade drauf zu? Ja, egal. Hi. Das war schön getroffen. Hi. Komm her. Mich wundert es immer noch, dass sie so schnell geheilt wurde. Aber vielleicht habe ich mich da auch... Vielleicht kann sein, dass ich mich da auch einfach nur verguckt habe. Da hinten. Mal gucken, wie lange die andere sich jetzt heilt. Ich hoffe lang. Oh, oh, sie stirbt direkt. Oh Mann. War es auch so schnell? Habe ich ein falsches Adder mitgenommen? Wow, der war auf jeden Fall jetzt gerade schnell unterwegs. Habe ich ein falsches Adder mitgenommen? Irgendwie, oder haben die keine Lust? Oder? Okay. Tschüss. Alles klar. Jetzt muss ich noch den einen finden. Kein Problem. Ist bestimmt nicht schwer. Ich mach mal hier ein paar Generatoren kaputt. Toll, da willst du einfach ein bisschen Spaß haben und meine Güte. Aber die können immer Destroy... Wobei, die haben jetzt natürlich kein Destroy mit, ne? Tja, wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie? Das ist dann so echt schade, weil die Addons einfach mega gewastet sind. Unfassbar gewastet. Ich habe absolut kein... Alles klar, die ist da. Ja, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust zu farmen. Ich habe keine Lust zu farmen. Ich mag nicht farmen. Es tut mir leid, aber ich mag einfach nicht farmen. Das ist nicht meins. Ich habe wahrscheinlich auch gar nicht so viele Punkte.
Ich habe die hier gar nicht gesehen. Vielleicht war sie im Schrank? Puh. Wer weiß, wer weiß. Ich bin enttäuscht von der Runde. Ich habe immer das Gefühl, wenn Killer so... Wenn ich jetzt so etwas Härteres mitnehme, wie zum Beispiel auch mal Mori oder so, das haben wir in den Runden schon davor, viel davor, also ich weiß nicht genau, wann, in welcher Folge das war, gesehen. Wenn du irgendwas mitnimmst, was so ein bisschen schwieriger ist für die Survivor, dann hauen die alle ab. Dann denken sie so, nö. Nee, habe ich keine Lust drauf. Ja, tut mir leid. Ich weiß, es tut mir leid. Es tut mir außerordentlich leid, dass du jetzt leider keine Punkte mitgenommen hast, aber ich wollte nicht farmen. Es tut mir so leid, ich wollte einfach nicht farmen. So, noch eine Runde mache ich jetzt erstmal nicht. Aber ihr könnt mir ja vielleicht helfen. Also, pass auf. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt erstmal wenige Punkte, ne? Das ist klar. Aber ich finde, wo ist sie denn da? Ich finde das Outfit von ihr irgendwie cool. Irgendwie süß, das hat sowas Russisches, finde ich. Die Axt ist jetzt vielleicht nicht so meins. Das würde ich tatsächlich dann nicht mitnehmen. Ich finde, da gibt's ja, find ich die blutige Axt viel besser. Oh, wirft sie? Man weiß es nicht. Ich finde schon der Kopf, ich finde, es sieht hübsch aus. Das ist ein Katzenkopf. Ich mag Katzen. Und, oh, sie wirft, jawohl, nice. Hätte sie eigentlich auch dahin geworfen? Jetzt wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht jetzt genau, soll ich mir die holen oder soll ich mir diesen Skinny holen? Weil der ist nämlich auch sehr cool. Der Kopf ist halt ziemlich krass. Das ist halt echt Geld, ne? Aber, oh, jetzt zeig ich mal dahin. Wirft sie jetzt dahin? Oh, von hinten ist ein Herz, so wie so eine Blume und noch ein Herz am Popo. No. Jetzt wirft sie nicht? Doch, okay. Ja, cool. Diesen Skin finde ich auch sehr gut, aber ich kann mich da nicht entscheiden. Ich finde nur der Kopf, das sieht kacke aus. Sieht wirklich kacke aus. Und von den Waffen... Tja. Da mag ich eigentlich... Oh, die ist irgendwie cool. Aber da mag ich irgendwie die blutige... Na, ich mag, wenn es blutig ist. Die ist eigentlich... Die sieht einfach gut aus. Und so von diesen Kleidern... Ja, nee. Das Rote hat was, das Grüne hat was auch, aber das ist jetzt nur so ein, ja, ne? Wir nehmen mal die alte Kleidung und packen ein bisschen Farbe drauf. Aber welchen Skin ich auch noch richtig hübsch finde, ist der von, nee, nicht von der Hexe, wobei der auch sehr cool ist, aber den meine ich gar nicht, sondern von der Nurse. Und zwar, tatsächlich finde ich den hier gar nicht mehr so hübsch. Sieht aus wie, weiß nicht, wie so ein, ich finde, das sieht nicht aus wie so eine Braut, wenn es eine Braut sein soll. Was steht denn da? In Gesundheit und Krankheit die Braut. Okay, doch, die Braut. Ich finde, das sieht eher aus wie so eine Gardine. Ah, das finde ich cool. Das sieht wirklich geil aus. Die gefällt mir richtig gut. Das ist einfach nur, das ist richtig katastrophal. Also Leute, wer das hübsch findet, weil... Ich glaube, das ist nur... Das kostet sogar echt Geld. Das ist ein Müllsack. Die hat einen Müllsack um. Das ist hart. Und welchen Skin ich auch noch sehr cool finde, ist, aber dafür spiele ich den Doktor einfach zu wenig. Aber der hat auch echt geile Skins. Der Kopf ist halt wirklich krank. Der Kopf ist richtig krank. Auch dieser, er sieht einfach nur gut aus. Ach krass, guck mal, die beiden Sachen kosten echt Geld. Ja, von den beiden Kleinen, das sieht einfach cool aus. Ich mag meinen Kopf auch hier mit den leuchtenden Augen, aber das oder das, richtig heftig. Ja, Fragen über Fragen, die ich noch nicht zu beantworten weiß. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was eure Lieblingsskins sind. Hier von Amanda ist ja gar nichts. Ich glaube, da können die wahrscheinlich auch gar nichts machen. Oder Clown. Ach so, okay. Ja, aber dafür spiele ich tatsächlich auch den Clown viel zu wenig. Den kann ich in meiner nächsten Runde spielen. Ja. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euch noch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.